Willkommen bei Uwe hat keinen Bock. Zu Gast heute bei uns Franziska cool. Drosel, die Bundesvorsitzende der Jusos. Und natürlich Uwe Wöllner, unser alter Bekannter, hallo. Der nach wie vor Schwierigkeiten hat, bei der Wahl sich zu entscheiden. Deswegen auch heute Sie zu Gast als Vertreterin der SPD, würde ich sagen. Ne? Ja. Die Jusos fühlen sich ja doch inzwischen wieder richtig als Tochterpartei oder Tochterflügel. Na, wir sind die Jugendorganisation der SPD, gleichzeitig eigenständiger linker Jugendverband. Aber klar, wir sind Teil der SPD. Mhm. Ja, Uwe. Ja, und wenn die eigenen Positionen nicht mit der SPD auch drin sind, dann kämpft ihr trotzdem für die SPD, obwohl ihr die Position vielleicht gar nicht habt, selber auch. Nee, wir machen das so, dass wir vorher immer sehr viel darum kämpfen, dass möglichst viel von unseren Forderungen im SPD-Programm drin ist. Ja, und wenn nicht? Ja, wenn nicht, ist nicht gut. Dann müsst ihr trotzdem aber hinterher so tun, als wärt ihr okay mit dem SPD-Programm. Ja, dann machen wir es so, dass wir sagen, wir finden einen Großteil des Programms gut, aber es gibt noch einzelne Punkte, wo wir uns was anderes wünschen. Aber die sagt ihr nicht so laut, wenn Wahlkampf ist, ne? Naja, wir sagen es schon. Aber nicht so laut, oder? Weil das wird doch fies dann, ne? Naja, kommt drauf an. Wenn es so Sachen sind, die uns wirklich wichtig sind, sagen wir die schon auch laut. Aber bei diesem Programm ist es zum Glück gar nicht so, weil der Großteil so ist, dass wir es gut finden. Ja, ich kenn's nicht. Im Gegensatz zu anderen Politikern, die hier schon zu Besuch waren, kann man hier schon fast von einer Generation sprechen. Uwe ist 75 geboren, Sie sind 1980 geboren. Ich würde jetzt gerne mal zum gegenseitigen Kennenlernen. Und kennst du die Dings von der FDP? Silvana Koch-Merin? Nicht persönlich, aber klar. Die ist auch jung noch, ne? Ja. Für die Zuschauer und für die auch, sie so jung wie du? Und für die Zuhörer... Wie viel älter? Würde ich jetzt gerne... Viel älter? Uwe, mal ganz kurz. Hm? Für die Zuhörer und Zuschauer würde ich jetzt ganz gerne mal Folgendes machen, damit man weiß, wer da eigentlich der andere ist. Hm? Was war denn, als Sie 10 Jahre alt waren, da so? Was würde Ihnen da spontan einfallen? Ja, da würde mir einfallen, dass 89 die Mauer ja gefallen ist. Ich bin ja Berlinerin und da war ich mit meinen Eltern auch sozusagen dann an der Mauer, wo man ja so Steine abklopfen konnte und so. Uwe, mit 10 Jahren? Mit 10 Jahren habe ich Donkey Kong gespielt. Und ich bin 60. Kommen wir mal auf selbe Alter. Uwe, jetzt als du 15 warst, da war Frau Drosel 10 Jahre alt. Was war da für dich so prägend? Das meine Magazin auf RTL Plus. Da waren halt über Autos und nackte Frauen. 1995, 15. Ja, da habe ich angefangen bei Newses was zu machen. Da war ich auf Demonstration, auf so Schülerdemonstrationen gegen Atomkraft. Ja, mit 15, da kennt man sich noch gar nicht richtig aus damit, ne? Naja, mit Atomkraft, das war mir schon klar, dass das ziemlich risikoreich ist. Und dass ich sowas wie Atombomben nicht gut finde, war mir mit 15 auch klar. Deswegen ja, fand ich das schon ganz gut. Aber da muss man ja auch mal den Erwachsenen ein bisschen vertrauen. Nee, das fand ich nicht damals, weil mir schon klar war, dass das einfach eine risikoreiche Sache ist. So. Ja, also ich war auch dagegen, gekommen. Aber ich war halt auch schon 20. Ne? Dann warst du auch auf den Demos? Hm? Ah. Einer war ich. Okay. Auch hier in Berlin? Weil Jessica war auch da. Und die war ich gerade verknallt. Und dann bin ich einfach mitgegangen. Ne? Okay, und fandst du gut? Ja, Demo fand ich jetzt ein bisschen langweilig, nur so rufen, Parolen. Aber jetzt Jessica war halt auch da, ne? Manchmal gibt es ja auch ein bisschen Bambulauf-Demos, dann ist es nicht so langweilig. Nee. Also gibt es so Auseinandersetzungen mit der Polizei und Rumgerenne. So. Hast du es auch gemacht? Nö, ich nicht. Aber es gibt es ja manchmal auf Demos. Ne? Ja, das sagen alle und dann kommen irgendwann tauchen Fotos auf, wo du nämlich doch geworfen hast mit Steinen, ne? Nee, habe ich nicht gemacht. Doch, wie bei Josef Fischer. Im Jahr 2005. Du bist 30 Jahre alt. Ich wusste halt nicht, was ich machen sollte. Dann sagt mein Vater, ja, dann kannst du bei mir in der Firma eine Ausbildung machen. Im großen Einzelhandelskaufmann. Wir haben abgebrochen. 2005 für Sie, Frau Drosel? 2005 habe ich mein Examen gemacht in Jura. Bist du schon Doktor? Nee, ich schreibe an meiner Doktorarbeit. Na gut, aber das heißt jetzt nicht, dass Leute, die ein Examen haben und die Doktor sind, dass das wertvollere Menschen sind oder so. Nö, ne? Das Einzige heißt, dass man halt diesen Abschluss geschafft hat. Man darf dann schon darf erkennen, dass Frau Drosel natürlich politisch anders orientiert ist, nämlich präziser als du. Und da bist du nicht alleine und da ist auch Frau Drosel nicht alleine. Das ist einfach eine Entscheidung, die der Lebensentwurf mit sich gebracht hat. Bevor ihr gleich anfangt zu kommentieren, guckt euch vorher nochmal das da an. Das ist nämlich auch sehr schön. Das ist was völlig anderes, aber auch echt gut. Und das ist Abonnement. Da schicken wir euch dann kostenpflichtig die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung jeden Mittwoch zu.